Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute ist auch schon das letzte Video meiner Veganuhr-Reihe. Voll krass, wie die Zeit vergeht. Es ist einfach schon das letzte Video. Der Jänner ist vorbei. Der erste Monat im Jahr ist einfach schon vorbeigeflogen. Und auch die Veganuhr-Reihe geht jetzt auch zu Ende. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, welches Video ihr so am liebsten geschaut habt in der Veganuhr-Reihe. Und jetzt kommen wir zum heutigen Video. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Und zwar machen wir typisch österreichisches Essen. Und diese Rezepte erinnern mich einfach so an Skiurlaub und an das Skihüttenessen. Und zwar machen wir heute ein Menü, und zwar einmal als Vorspeise Frittatensuppe, Hauptspeise gibt es einmal Käsespätzle und dann als Nachspeise Kaiserschmarrn. Und ich freue mich auf dieses Video, es wird super lecker. Ich würde sagen, wir legen einfach los mit dem Video und viel Spaß beim Anschauen. Für die Frittatensuppe brauchen wir logischerweise Frittaten, und für den Frittatenteig brauchen wir einmal Dinkelmehl, Kichererbsenmehl, Milch, etwas Backpulver und noch etwas Salz. Die ganzen Zutaten werden jetzt miteinander vermengt und dann können wir auch schon Pancakes machen bzw. Palatschinken. Und zwar erhitzen wir Öl in einer Pfanne und braten die Palatschinken heraus. Mein Tipp ist es hier, macht die Palatschinken so dünn wie möglich, weil ich habe hier etwas dicke Palatschinken, Frittaten, Pancakes gemacht und ja, die sind nicht so frittatig geworden. Deswegen denkt einfach dran, je dünner, desto besser. Wenn ihr fertig seid mit den Frittaten, dann gebt ihr sie auf den Teller und lasst sie mal abkühlen. Und währenddessen kümmern wir uns um die Suppe. Für die Suppe braucht ihr einmal Suppengemüse, eine Zwiebel und zwei Knoblauchzehen. Wir fangen mal an, indem wir die Karotten schälen und schneiden. Und da kommt es jetzt darauf an, ob ihr die Karotten später in der Suppe mit esst oder nicht. Und wenn ihr sie eben mit esst, dann würde ich sie eben in feine Karottenstücke schneiden. Und sonst könnt ihr sie einfach grob in Stücke schneiden. Das restliche Gemüse schneiden wir in grobe Stücke. Das muss nicht wirklich fein geschnitten werden, weil das kommt eh wieder raus aus der Suppe. Und bei der Zwiebel könnt ihr sogar die Schale dran lassen, weil die gibt, wenn ihr sie dann anbratet, ein extra gutes Aroma ab. Wenn ihr dann fertig seid mit dem Gemüseschneiden, erhitzen wir Öl in einem Topf und geben die Zwiebel und den Knoblauch dazu und lassen es kurz anbraten. Danach kommt auch schon das restliche Gemüse dazu und das Ganze wird nochmal kurz angebraten. Und wenn das Ganze dann ein bisschen angebraten ist, können wir auch schon die Suppe mit Wasser aufgießen und mit dem Würzen beginnen. Bei den Gewürzen habe ich einmal Salz, ein Lorbeerblatt, Nelken und Wacholderbeeren benutzt. Die schmeißt ihr einfach in den Topf hinein und dann am Ende geben wir sie wieder raus. Dann lasst ihr das Ganze einmal aufkochen und dann reduziert ihr die Hitze, gebt den Deckel drauf und lasst es für ca. 30 Minuten köcheln. Während die Suppe kocht, kümmern wir uns um unsere Palatschinken bzw. um unsere Frittaten. Und zwar rollen wir jetzt die Palatschinken ein, und das geht natürlich einfacher, wenn die Palatschinken dünn sind. Und dann schneiden wir Streifen ab von den Palatschinken und dann werden sie eben zu Frittaten. Wie ihr hier seht, muss ich noch etwas an dem Frittatenschneiden üben. Meine sind jetzt relativ dick geworden, aber ich glaube, ihr könnt das sicher besser als ich. Nichtsdestotrotz schmecken sie trotzdem sehr lecker.
Nach den 30 Minuten können wir dann unser Gemüse von der Suppe entfernen. Und wenn ihr eben die Karotten in der Suppe haben wollt und mitessen wollt, dann befreit ihr eben die Karotten von dem ganzen anderen Gemüse und schmeißt sie wieder in die Suppe hinein. Jetzt könnt ihr die ganze Suppe noch einmal abschmecken und gegebenenfalls etwas Salz oder andere Gewürze noch dazugeben. Und dann ist eure Suppe auch schon fertig und ihr könnt sie mit den Frittaten servieren. Weiter geht's mit den Käsespätzle und da brauchen wir einmal für den Spätzleteig etwas Mehl, Hartweizengrieß, Mineralwasser, Salz und etwas Öl. Die ganzen Zutaten kommen wieder in eine Schüssel und das Ganze wird wieder miteinander vermengt. Und wie ihr hier seht, entsteht so ein sehr klebriger Teig und genauso sollte eben der Spätzleteig ausschauen. Während ihr den Teig macht, könnt ihr auch schon Wasser in einem Topf erhitzen und zum Kochen bringen und dann die Hitze reduzieren, dass das Wasser nicht mehr ganz so stark kocht. Auf jeden Fall geben wir dann unseren Spätzleteig durch ein Spätzle-Sieb und machen eben Spätzle. Die Spätzle sind fertig, wenn sie an der Oberfläche vom Wasser schwimmen. Und dann befreit ihr die Spätzle vom Wasser und gebt sie in eine Schüssel und lasst sie kurz abkühlen. Jetzt erhitzen wir Öl in einer Pfanne und braten unsere Spätzle an. Und was für ein Käsespätzle ohne Käse? Und da könnt ihr einfach den Käse nehmen, den ihr gerne esst. Ich habe hier einmal Cheddar-Käse, einen geriebenen Käse und noch Frischkäse benutzt. Bevor der Käse jetzt zu den Spätzle kommt, würzen wir das Ganze noch mit Muskatnuss, Salz, Pfeffer, Knoblauch und Hefeflocken. Dann kommt der Käse dazu und das Ganze lassen wir einfach so lange kochen, bis der Käse geschmolzen ist. Wenn das Ganze geschmolzen ist, habe ich hier noch etwas geriebenen Käse drüber gestreut. Und dann den Deckel draufgegeben und etwas weiter köcheln lassen, dass sich eben so eine Kruste bildet und der Käse etwas crunchy wird. Das ist aber euch überlassen, wie ihr die Käsespätzle eben gerne esst. Und was für ein Käsespätzle ohne Röstzwiebel. Und deswegen habe ich hier noch zum Servieren Röstzwiebeln drüber gestreut. Und dann sind die Käsespätzle fertig. Kommen wir auch schon zur Nachspeise und zwar zum Kaiserschmarrn und ich liebe Kaiserschmarrn. Und für den Teig braucht ihr einmal Mehl, Butter, Milch, Ahornsirup, etwas Backpulver, Salz, Vanille und noch etwas Aquafaba. Aquafaba ist eben das Abtropfwasser von den Kichererbsen und wird für vegane Eischnee benutzt. Alle Zutaten bis auf das Aquafaba kommen jetzt in einer Schüssel und werden miteinander verrührt. Das Aquafaba schlagen wir jetzt zu veganen Eischnee auf und dann heben wir es ganz vorsichtig unter den restlichen Teig. Das Aquafaba hat den gleichen Zweck wie der normale Eischnee und zwar, dass der Kaiserschmarrn im Endeffekt fluffig wird. Dann erhitzen wir Öl in einer Pfanne und geben den Kaiserschmarrn dazu und lassen das Ganze backen. Wenn ihr merkt, dass der Kaiserschmarrn oben Bläschen bildet, dann ist er soweit zum Umdrehen und zwar versucht ihr jetzt wie so einen großen Pancake den Kaiserschmarrn zu wenden und ihn dann auf der anderen Seite weiter zu backen. Hier seht ihr, mein Kaiserschmarrn ist etwas ganz leicht angebrannt und ich habe das dann versucht etwas runterzukriegen, weil natürlich das Angebraten nicht wirklich gesund ist. Und ja, also hier auf jeden Fall mein Tipp, bleibt beim Kaiserschmarrn und schaut, dass das Ganze nicht anbrennt und lieber etwas zu früh wenden als zu spät.
Wenn der Kaiserschmarrn dann soweit ist, kommen wir zum besten Part. Und zwar zerreißen wir den Kaiserschmarrn in kleine Stückchen. Ich habe hier einmal zum Zerreißen zwei Gabeln verwendet. Ich habe einfach für mich gemerkt, dass das einfach die beste Methode ist, den Kaiserschmarrn zu zerreißen. Ja, und dann ist der Kaiserschmarrn auch schon fertig. Und das Ganze wird dann eben mit Apfelmus oder mit Zwetschgenröster, wie ihr eben den Kaiserschmarrn gerne esst, serviert. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und meine Frage ist jetzt an euch, welche österreichische Speise ihr am liebsten esst, sei es jetzt Schnitzel oder Germknödel, Kaiserschmarrn, Käsespätzle, was auch immer, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann noch eine Frage, und zwar, welche Videos wollt ihr in nächster Zeit sehen, sei es jetzt Rezeptvideos oder wünscht ihr euch eher wieder Sportvideos oder ein What I Eat? Schreibt es gerne einfach mal in die Kommentare rein. Und ja, dann noch eine kurze Information zu meinen Videos jetzt. Jetzt kommt einfach ein bis zweimal die Woche wieder normal ein Video. Nicht jeden zweiten Tag, sondern einfach ein bis zweimal die Woche ein Video, je nachdem wie viel Zeit ich habe. Und genau, das war's jetzt mit dem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und ich wünsche euch bis dorthin eine schöne Zeit. Bye, bye.